Schicksalsstunde für Ghislaine Maxwell hier in New York gegen die Britin. Ist ein Prozess gelaufen in den letzten 4 Wochen wegen des Vorwurfs des Sexhandels mit minderjährigen Mädchen. Ghislaine Maxwell wird vorgeworfen, ihren ehemaligen Partner Jeffrey Epstein, den verurteilten Sexverbrecher, junge Frauen zugeführt zu haben. Sie hätte diese Frauen angeheuert, praktisch rekrutiert, vorbereitet für die sexuellen Übergriffe und dann Jeffrey Epstein eben zugeführt, sie in die Massagezimmer geschickt, wo es dann so jedenfalls die Zeuginnen zu sexuellen Vergewaltigungen und Übergriffen gekommen ist. Deshalb ist Ghislaine Maxwell angeklagt. 6 Anklagepunkte gibt es. Es drohen ihr bis zu 80 Jahre Haft. 4 Wochen hat bisher die Zeugeneinvernahme gedauert, sowohl von der Staatsanwaltschaft wie auch der Verteidigung. Und am heutigen Montag waren geplant bereits die Schlussplädoyers. Hier fassen die Staatsanwälte wie auch ihre Verteidiger nochmals zusammen ihre Argumente. Das heißt natürlich im Fall der Anklage, dass Ghislaine Maxwell schuldig wäre, diese Frauen eben ausgeliefert zu haben an Jeffrey Epstein und dass sie über alles Bescheid gewusst hätte. Ihre Anklage sagt, sie wäre einfach bloß eine Mitläuferin gewesen, sie selbst ein Opfer von Jeffrey Epstein, der sehr manipulativ gewesen wäre. Die jungen Frauen selbst wären teilweise auch geldgierig gewesen und hätten versucht, hier große Entschädigungen zu erlangen. Das alles wurde in diesem Prozess eben vorgeführt und es wird jetzt eben erwartet, wie die Geschworenen am Ende entscheiden werden, denn jene 6 Männer und 6 Frauen in der 12-köpfigen Jury haben natürlich das letzte Wort.